Und da bin ich wieder bei dem letzten Level von Ultimate Doom. Ich weiß noch gar nicht, was ich danach spiele, ob ich damit dann erstmal Back to Saturn weitermache, aber ganz ehrlich, Back to Saturn spiele ich immer ein Level und da habe ich keinen Bock mehr. Was jetzt nicht an Back to Saturn liegt, weil Back to Saturn macht für mich einen schicken Eindruck, aber halt die Kombi mit Doom for Doom. Ja. Mal schauen, vielleicht fange ich Back to Saturn auch nochmal neu an mit Ultimate, Quatsch, mit Project Brutality oder Brutal Doom oder sowas. Mal gucken. Ich mache natürlich erstmal mit Doom for Doom zu Ende, klar, keine Frage, aber. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe schon wieder vergessen, die rote Perle und die blaue Rüstung zu holen. Ich krieg nen Ständer, Alter. Das geht's doch gar nicht. Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Alter, wieso haben hier alle Raketen? Ja, klar, ich sehe gar nichts mehr. Na komm, komm. Alter, ich sehe gar nicht den Ding gerade noch auf. Jeder hatte einen Raketenwerfer. Oh, Alter, guck dir das mal an, Alter. Da ist wieder ein Raketenwerfer. Das ist doch nicht mehr normal, das ist nicht mehr der Wund. Halleluja, Alter. Oh. Oh, Alter. Oh, Junge, was? Oh. So, da ist ja noch einer. Das ist doch Bullshit. Aber klar, geht auch nicht mehr. Okay. Da ging es so in einen ganz so schönen Ort. Was ist das denn? Achso.
Oh, Alter. So. Alle weg. Zentrika, das ist cool. Leider bekomme ich die immer erst am letzten Level. Das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Ganz ehrlich. Ich meine, schicke Waffen zwar sehr gut, aber wenn man die dann nur in einem einzigen Level benutzen kann, vergeudet das Potenzial, kann ich ja nur sagen. Oder? Na gut. Danke. So, was ist das da? Also. Ah, siehst du? Ich mag diese Waffe. Boah, Alter, was zum Hölle? Meine klingt nicht so schön knackig wie deiner. Ich könnte schwören, hier war ein Secret. Na gut. So, aber hier war eine Falle. Ach ne, hier war es. Aha, hier hätten wir jetzt normalerweise das Ding bekommen. Hätten wir zurücklaufen müssen. Gut. Da ist irgendwo noch eine Tür, sagt man. Oh ja, wer weiß das schon. Gut, hier ist die gelbe. Die gelbe, da kommen wir hier hin. Danke. Aber wo ist noch die rote? Die kommt dann hier hin. Dankeschön. Ja, was hat das für Hilfs hier?
Wichser. So, und jetzt kommen wir hier zum letzten Part. Wow! Jetzt nochmal hier hin. Und dann... Ach, was Bullshit hier. Na komm, ja. Diese kacklos Zombies immer. Oh, da hinten ist der Endgegner. Ich präsentiere Spider Mastermind. Und ja, für die Viech, diese Waffe einzusetzen, wäre relativ sinnfrei, weil... schon unser Kind tot. Deswegen ist das wirklich eine reine Verschwendung. Aber wir haben hier noch unser schönen Black Hole Generator. Oh, das war nicht so früh. Oh. Hätte ja einer komplett ausgereicht. Oder? Nee. Ist jetzt gerade erst gestorben. Oh, keine Ahnung. So, und hier machen wir jetzt mal ein bisschen Action. Oh. Hä? Okay. Haben wir dann nicht klar die Plasmawaffen hier einsetzen, ne? Wow. I like it. Ah ja, ist ja gut jetzt. Dankeschön. Dankeschön. So. Wir sind einmal im Spiel, dass wir hier volle Werte haben. Schicke Animation. So. Und das, ladies and gentlemen, war's auch schon. Und weil es so schön war, werde ich jetzt nochmal zum Ende, also das Level ist jetzt vorbei, aber ich mache immer, weil es mir persönlich halt Spaß macht, immer noch so ein schönes Leerspiel von den ganzen Munitionen. Quasi eine Schießübung. Hä, wir hatten doch welche. Ach gut. Ich dachte mal, wir haben keine. Das ist jetzt quasi, also Primärfeuer ist halt normal abschießen oder halt Einzelschuss. Je nachdem, wie man halt möchte. Und wenn man schnell schießen möchte, muss man mit Sekundärfeuer, also rechter muss das standardmäßig. Da kann man praktisch schneller schießen. Wenn man es drauf hat. Also nicht so wie ich. Die gute alte. Und wenn sich fragt, leitet das kein Loch im Boden, sondern das ist das Ende. Sobald ich da reingehe, ist das Spiel vorbei. Ah, können wir mal ganz kurz jetzt hier nochmal Slack. Ihr seht, haben wir an der Wand auch mal nur ein Loch. Aber hier sieht man es schön. Da, ein Punkt dazu. Ein Punkt dazu. Aber wenn ich jetzt hier auf
Blackshot und dann haben wir halt mehrere Löcher. Und dann geht's halt noch Dragon. Da brennt die Hütte. Das haben wir auch viel zu selten gemacht. Einfach mal hier so ein bisschen mit der Autoshotgun ein bisschen rumfeuern. Und mir ist halt fast halt ungemein viel Munition mit der Autoshotgun hier so rumzurennen und Action zu machen. Oh ja. Na komm. Halt auf. Schneller. Geht doch. Wobei es für die hier auch noch ein Add-on gibt, also ein Upgrade, da hat man dann so ein Rundmagazin. Praktisch genau das gleiche wie bei der hier, da hat man ja, kann man ja auch am Anfang die Waffen, die Kugeln einzeln einschieben, oder denn, wenn man so ein Magazin hat, halt, also dieses Upgrade hat, hat man so wie hier so ein Magazin. Und die genau das gleiche haben halt auch diese Automatik-Schusswaffen, nur halt, dass die praktisch das dann als Rundmagazin haben. Wer sich ein bisschen mit Waffen auskennt, weiß, was ich meine. Wenn nicht, dann nicht. Oh. Das ist auch ein sehr schönes Feature mit diesen Nägeln. Ist zwar schön, aber macht sich halt in der Praxis nicht wirklich geeignet. Ah, die haben ohne eingesetzt. Ja, so viele schöne Waffen. Also könnte man ja mal ganz kurz dann in die Kommentare schreiben. Aha. Da. Und das würde halt auch passieren, wenn da jetzt irgendwo mit dem halt ein Gegner stehen würde. Ist schon echt geil. Also hier gibt es halt verschiedenste. Dann machen wir halt hier Sticky. Bam. Rechtsklick ist dann halt auslösen. Dann gibt es noch ein bisschen Brandbombe. Halt Napalm. Kennt ja jeder. Schöne Eisfabrik hier. Einmal alles tiefkühlen. Wo ist der eigentlich der Fisch? Tja, Acid Candle hier da. Ein bisschen Gift. Wobei ich gar nicht weiß, ob man Acid mit Gift als solches übersetzt oder halt eigentlich ist ja Acid nur Säure. Und Impact ist halt ein bisschen das Klassische halt. Oh. Die kennen wir ja auch. Das ist halt ganz normal. Jeder, der eine BFG kennt, kennt das gut auch. Wobei der Schuss halt etwas anders ist. Und sie hat noch andere Modi. Hier haben wir jetzt praktisch ein Schild. Mit Sekundärfeuer. Und füllen sich dann halt irgendwann auch auf. Also, diese Schilder blocken praktisch die Schüsse von den Gegnern auf. Die Gegner können glaube durchgehen, kriegen dann aber nicht die Schaden, aber aufhalten muss sie primär halt die Munition als solches. So, und dann ist halt noch die dritte Stufe, also halt primär Feuer, dann läuft man halt praktisch mit dem Schild. Auch nice. Wer es mag, der mag's. Und das hier ist praktisch so ein Laser-Modus. Ja. Das kennt man auch, denke ich mal. Veronimo, es lebt das Clan. Deine Mutter ist auch verbrannt. Die haben wir ja auch kennengelernt. Naja, Beil ist halt kennbar. Kann ich auch schmeißen. Tschüss. Und dann halt wieder von Anfang. So, das war's dann auch schon. Ciao mit V für dieses Let's Play. Von, ja, wie gesagt, was ich jetzt. Hilf der Steine. Naja, so ein bisschen upscreen. Ist ja so geschichtlich. Er hat es gesiegt. Und alles brennt. Ist schon ein bisschen traurig. Voll Bullshit und so. Ja. Genau. Das so viel zu dem Thema mit Ultimate Union. Oh, mal schauen. Wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal Extermination Day weiterspielen. Vielleicht
spiele ich auch 1-2 Level maximal noch Back to Saturn vorher. Aber eigentlich versuche ich jetzt erstmal Extermination Day weiter zu spielen. Aber seht ihr dann in der nächsten Aufnahme. Ciao mit V.